kleines Brrr. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen euch wieder mal was Besonderes zeigen. Heute ist Mittwoch, heute ist auch ein neues Event gestartet. Passend zum 1. April natürlich, tut mir leid, ich habe schon wieder Schluck auf. Das Tricky Pokémon Event fängt in Kürze an. Ich kann nicht mehr reden, das liegt an gestern, tut mir leid. Spielst du gerne Streiche, findest du es toll, das könnt ihr euch ja selber durchlesen alles. Auf jeden Fall ist lustig, es gibt natürlich mehr Mogelbaum, es gibt auch Tarnpignon vermehrt, es gibt mehr Dittos, die natürlich getarnt sind, das passt alles zusammen. Am Mittwoch, 1. April fängt das Ganze an, geht bis Dienstag, 7. April. Ihr könnt schillernden Mogelbäumen begegnen, ihr könnt auch Shiny Glibunkel begegnen. Sogar aus der Fotobomb und so weiter gibt es auch Aufgaben dazu. Ich glaube, fange 3 Ditto, kriegt ihr auch Glibungel aus der Aufgabe. Flunschlick ist das erste Mal da. Wir haben auch hier eins in der Nearby-Liste gehabt. Wie ihr hier seht, dieser plattgedrückte Fisch. Sieht einfach aus wie Dorschleber. Wir drücken mal drauf. Der ist hier unten. Den holen wir uns jetzt nicht, denn es hat sich noch was getan. Die Reichweite für Arenen und Stops hat sich verdoppelt, sprich, ich könnte sogar hier mitten auf dem Markt die Arena drehen, mich in die Arena setzen, da einen Raid machen, wenn einer da wäre. Ich könnte hier oben, könnte ich Stops drehen, obwohl der eigentlich viel zu ver... Oh, versuch's später nochmal. Gut, wir kommen ran, aber es geht trotzdem nicht. Aber den hier darf ich doch drehen, oder? Hey, wunderbar. Warum geht der nicht? Will der mich verarschen? Das ist aber wieder mal Niantic, ne? Das, die Reichweite wurde verdoppelt. Ihr könnt den Stop andrücken, aber ihr könnt ihn trotzdem nicht drehen. Wie sieht das mit der Arena aus? Wir können was reinsetzen. Ja, und wir können sogar drehen. Wunderbar. Jo, bei Stops hat das wahrscheinlich Probleme, beim Rest nicht. Und wie ihr hier seht, ist ein neuer Raid-Boss aufgetaucht. Sollte ja schon kommen hier. Demeteros ist da. Hat das komische Kobalium jetzt endgültig abgelöst. Und den wollen wir jetzt auch machen. Deswegen werfen wir gleich mal hier einen Pass ein. Wunderbar. So könnt ihr von zu Hause aus raiden. Auf dem Sofa sozusagen. Haben jetzt 4 Accounts. Wenn der Ditchen es schafft, in die... Was denn? Kein Maulus. Ja, ich bin doch schon drin. Ich dachte, du hörst mir zu. Ja. Gut. Wollt ihr, dass wir sehen, wie das aussieht? Da sitzt nämlich so ein kleiner Ditschen auf dem Sofa. Der ist schwarz, den sieht man nicht. Deswegen habe ich mir extra wieder was Weißes angezogen. So waren wir die letzten Tage auch immer bei den Raids aktiv. Er immer 2 Handys, ich 2 Handys. Da ging das relativ gut. Jetzt wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, den Raid von zu Hause aus zu machen. Und ja, den neuen Raid-Boss fangen. Deshalb gibt es natürlich Raid am Mittwoch erst wieder morgen. Ich habe nämlich gesehen, ich habe bestimmt noch 2 Millionen Nachrichten überall. Die muss ich noch alle durchgucken und dann gibt es halt morgen Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ihr kennt das Spiel ja, weil eben heute der neue Raid-Boss da ist. Und der muss aktuell zack frisch auf den Tisch serviert werden. Wir melden uns aber zurück, wenn die Lobbyzeit um ist und der Raid anfängt. Fight! So, sind wir mal gespannt, ne? Ich habe jetzt auch keine Pokémon ausgewählt, der Ditchen hat auch keine Pokémon ausgewählt. Wir hauen einfach mal drauf. Hier links bei dem sehe ich schon, da ist Darkrai drin. Rechts, das macht gar nichts. Hey! Das zeigt auch nur 3 Leute in der Lobby an. Was ist das schon wieder? Das ist Vorführeffekt. Mach das mal von zu Hause. Soll ich es jetzt extra ausmachen und neu starten, ja? In der Hoffnung, dass ich noch in der Lobby bin, im Raid bin und mitmachen kann. So lange können wir hier gucken. Hier wird nämlich auch geradet. Zack. Neuer Ladebildschirm ist auch am Start. Du hast 2 Mammute, sehr schön, Eis, da kommt das nächste Darkrai. Wenn ich Pech habe, müssen wir gleich nochmal raus und müssen nochmal neu starten. Wenn ich Glück habe, funktioniert es aber. Deshalb schnell auf die Lobby, zurück zum Kampf. Ja, und? Hey, und da ist er doch. Der Vorführeffekt wieder mal. Jetzt habe ich schon die Hälfte vom Kampf verpasst, beziehungsweise ein Drittel. Machen Sie aber ein bisschen leiser. Garados. Tja, der Account hat halt nicht so krasse Monster, deswegen nehmen wir halt einfach Garados, knüppeln da ein bisschen drauf. Ich finde trotzdem Garados immer noch richtig cooles Pokémon. Wer meine Videos von früher noch kennt, der weiß auch, dass ich hier eigentlich immer meine Pokémon-Videos gedreht habe. Dass ich eigentlich immer hier am Fenster stand, Kamera im Gesicht,
bei Tageslicht eben das ausgenutzt. Und Raid am Mittwoch gab es auch immer so, dass man im Hintergrund die Stube gesehen hat, also das Wohnzimmer. Hey, was ist das denn? Jetzt kämpft sie auf einmal mit Sneeble und mit... Ja, okay, egal. Da ist noch weniger drauf als bei mir. Habe ich natürlich dann geändert. Ich bin dann ja ins Schlafzimmer umgezogen, als ich diese Softboxen bekommen habe, dass ich auch nachts Videos machen kann, weil meistens so Sachen nehme ich immer nachts auf, dass ich da immer das gleichbleibende Licht habe. Jetzt geht es hier, weil draußen ein bisschen Sonne scheint, aber es gab so oft die Momente, da war das einfach so unterirdisch beleuchtet, dass das einfach so dreckig aussah, dass ich dann gewechselt habe und dachte, hier mache ich nichts mehr. Jetzt wollte ich aber mal eine andere Kulisse extra für den Raid. Deswegen haben wir uns jetzt hier hingestellt und ich rede heute wieder ein Dorf zusammen. Wir sind bei der Hälfte der Zeit. Es ist aber schon zu 80% weg. Meine Daumen auch. Deine Daumen auch. Ah, das ist doch nicht schlimm. 3 Minuten aufs Handy drücken, oder? Hier ist schon wieder das ganze Team tot, links. Jetzt gehen wir mit dem nächsten rein. Hariyama, okay, nimm mal mit. Oh, und das hängt. Ich wollte doch hier drauf drücken. Drecks Handy. Wunderbar. Dann müssen wir natürlich noch fangen und gucken, auch wer das Höchste hat, wer das Beste hat. Ich habe die Werte mir leider nicht angeguckt und im Kopf. Wir könnten noch mal kurz auf die GoToLab schauen, ob das schon drinne steht. Oder wir lassen uns einfach überraschen. Wir können ja nachträglich gucken, fangen es erstmal und schauen halt wirklich, wer das Höchste hat. Der Adi tänzelt hier auch rum. Rum. Ja, 100 übrig, wunderbar. So, da schrumpft er. Jetzt bin ich mal gespannt, du kannst mir ja dann mal deine WP vorlesen. Mhm. Im Fangbildschirm, wer was hat, welches das höchste ist. Mhm. Jetzt ist ja auch noch die Box voll, wunderbar. Ah, was schmeißt man denn hier weg? Nix oder was? Ach, ich habe keine Ahnung. Hier. Bonus-Herausforderung oder was? Ja, was fangen? Ich! Ich habe hier 2010 auf dem. Hast du mehr bei einem? Ja, drück halt drauf unten, da geht die Kamera weg. Der hat 2017, also 2017 ist bisher der höchste. 1997. Gut, der ist schlecht. Und da ist eine Kamera. Muss mal oben rechts drücken, da geht die weg. Ich sehe, der Ditschen, der hat absolut Bezug zum Spiel. 2037. 2037? Da klebst du mir halt. Oh, nee, da fange ich den gleich mit und dann können wir beide bewerten. Soll ich einmal versuchen oder was? Oh, wenn du willst. Gelbe Bäre. Ne, goldene. Hä, was ist denn eine goldene? Okay. 18 Bälle sogar und 2037. Das hier das höchste. Das seht ihr aber nicht, das ist auf dem linken Handy. Ich versuche einfach mal beide jetzt einzutöten. Dann mal zu vergleichen. Scheiße. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Mit Bart und mit Mozart-Frisur. Nehmen wir mit. Ich hasse das aber jetzt schon wieder beim Fangen, weil das einfach wieder nach links geht und nach rechts geht und hin und her geht. Und dann irgendwann greift es mal an und irgendwann auch nicht. Da braucht man wieder Geduld und muss 10 Jahre warten, bis man mal was machen kann. Ich finde es immer schön, wenn die in der Mitte sind, groß und wuchtig und 100-mal angreifen. Ah, ich habe den Trick noch nicht raus. Von der Entfernung 1, 2, nichts. Vielleicht soll ich meinen Kreis auch nochmal umstellen. Hier bei dem anderen auch, die Bälle fliegen so butterweich durch die Gegend. Aber irgendwie passt die Entfernung noch nicht. Ich treffe nicht in den Kreis. Okay, das sieht gut aus. Einfach fabelhaft, nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt können wir links wieder werfen, wo wir wieder mal nicht getroffen haben. Rechts. Greif doch an. Ja, das passt. Nicht zu viel Kraft, der fliegt auch so schon gut. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit drüber geworfen und habe es nicht gemerkt. Streckt er sich und macht so.
sowieso beste, immer mit zwei Handys fangen. Dann könnt ihr, da kann euch doppelt der Geduldsfaden reißen. Zack, einfach fabelhaft, wunderbar. Geht ihr auch immer auf einfach fabelhaft oder stellt ihr euch großartig ein, weil euch das andere zu unsicher ist? Ich gehe immer davon aus, dass jeder einfach fabelhaft wirft, aber es gibt doch viele, die sagen, nee, weil sie das nicht immer treffen, machen sie es mit einfach großartig. Machen sie großartig, das ist denen sicherer und die kriegen trotzdem fast alles. Ich bin immer noch am Fangen von dem linken großen Starken, können das aber schon mal bewerten. 2 Werte auf 14. Der sieht doch eigentlich recht gut aus. Ah, dazwischen auf 11. Und wenn der andere so viel mehr hat, könnte vielleicht was Gutes sein. Ich weiß es wie gesagt nicht. Wir könnten aber in die Go-Tool-App schauen. Solange wie ich noch fange. Zack, einfach fabelhaft, wunderbar. Wir updaten hier auch gleich mal, dass die Bosse neu geladen werden. Wer das nicht kennt, ne? Immer wenn ein neues Event ist oder irgendwas, geht ruhig mal unten auf Update, dann baut euch das alles rein. Ihr seht auch hier April Fools Event, ist auch neu drin. Glibungel als Shiny, was ihr eben bekommen könnt. Boah, da muss ich ja wieder raus und muss Glibungel Raids machen. Mit den ganzen kleinen Accounts. Zack. Wir wollen aber auf den, ach, wir gehen einfach hier auf Stufe 5. Und wir sehen, 2050 wäre das 100er. Der hat jetzt 2037. Ist sogar. zwei Leute sind schon gelb, 3 Leute sind grün. Also der dürfte wirklich der leichteste sein bisher von den fliegenden Flaschengeistern. Und alles, was mit Eis zu tun hat, ist auf jeden Fall effektiv. Machen das aber wieder zu. So. Das komische Flunschlick ist auf jeden Fall immer noch da. Wir haben aber hier jetzt nichts mehr zu tun. Wir könnten das jetzt ausmachen. Uns an den anderen machen, dass wir das endlich mitnehmen. Vielleicht ist es trotzdem ein 96er. Weiß ich nicht. Muss ich mir angucken. Einfach fabelhaft. Genau. Wir machen das hier mal zu. So. Und konzentrieren uns jetzt auf das, dass wir den noch mitnehmen. 9 Bälle habe ich auf jeden Fall noch. Und bleibt's drin? 1. Und es ist wieder raus. Aber immer noch 8 Bälle. Das hasse ich eben so, das zieht sich immer so ewig. Ich habe meistens schon so keine Geduld, dass ich nur auf dem Großen fange und bei den anderen fliehe ich immer direkt. Sobald der Raidboss da ist, fliehe ich und fange was, was neben der Arena sitzt für den täglichen Fang und nehme den einfach gar nicht mit, weil ich einfach keine Geduld habe dafür. Ihr seht, wie lange ich jetzt hier rumhänge mit dem Handy und da liegen ja nochmal 2, die auch noch gefangen werden wollen. Ich meine, für den ersten, den Pokédex-Eintrag, kann man den ja mitnehmen, aber ich glaube, die anderen Tage werde ich dann sowieso abhauen. Da interessiert er mich dann nicht mehr. Oh, und er fliegt wieder nach rechts und wieder nach links und wieder nach hin und nachher. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Da, jetzt können wir einmal werfen und einfach fabelhaft, wunderbar, besser kann man es doch nicht machen. 1 und raus und Beere, los, greif an und nochmal hinterher und einfach fabelhaft, wunderbar. Lande 3 großartige Würfe hintereinander, haben wir dann auch fertig, wenn wir nochmal treffen. Er kommt auch extra raus, damit wir nochmal werfen müssen. Jetzt schaffe ich es bestimmt nicht. Ach Bruder, was machst du? Nee, der Demeteros-Bruder. Aber was machst du denn? Genau, das ist die Frage. Kaka, das ist aber schön. So, und wir haben den 3. versaut, natürlich, Serie gerissen. Dafür greift er jetzt 100 Mal an. Das Handy sah auch schon mal besser aus. Ich glaube, das ist gestern ein bisschen rumgeschmoddert. Hat auf jeden Fall überall jetzt Kratzer. Immer noch 4 Bälle. Oh, jetzt kann ich die Leute verstehen, die großartig einstellen und nicht auf einfach fabelhaft gehen. Einfach räudig den zu fangen. Hui! Komm, noch 3 Bälle übrig. Und er kommt wieder raus.
Warum? Was hat er vor? Was ist sein Plan? Dicker Dude, greif an. Und er haut wieder ab. Wir könnten hier theoretisch auch nach rechts werfen, aber das ist mir jetzt zu riskant. Ich warte, bis er in der Mitte ist. Ist ja auch nicht mein Account, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob die Besitzerin sagt, ja, flieh ruhig, oder ob sie sagt, hä, bist du dumm? Fang bitte alle, ich brauche die, wie die Luft zum Atmen. Ja, und er streckt sich wieder. Und wieder nicht in den Kreis geworfen. Da wäre natürlich großartig besser gewesen, als nicht zu treffen. Aber wir haben ja noch zwei. Woanders könnte man denken, das ist spannend, aber ich glaube, das ist eigentlich richtig behindert und langweilig, wenn sich das so zieht. Da schaffst du schon nicht mal mehr den Wurf bis zum Kreis zu bringen. Einen Ball haben wir noch, jetzt haut er im Endeffekt noch ab. Alles für umsonst. Wunderbar. 20:37, ein letzter. Er streckt sich nochmal. Und er will rechts. Nee, du gehst schön in die Mitte. Mann! Sieht aus wie Albert Einstein, ich sag's euch. Und letzter Ball auch wieder verkackt. Und kommt er raus? Ja, er kommt raus und er ist weg. Sinnlos alles, sinnlos. Aber wir haben immer noch zwei rumliegen, die wir auch noch fangen müssen. Das war der Raid von zu Hause. Das war Demeteros oder wie er heißt, der Albert, ne? Ihr wisst schon. Habt ihr heute auch einen Demeteros gemacht? Habt ihr eures gefangen? Hattet ihr mehr Glück? Habt ihr vielleicht sogar schon einen 100er bekommen? 20,50 muss es haben. Gibt's ja auch jetzt aus der Go Battle League auf jeden Fall. Also gönnt euch Demeteros. Sieht wieder mal sehr schön aus und ist wieder mal richtig dumm zu fangen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.